Seid gegrüßt, meine verehrten Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einer neuen Folge von Lucius. Neues Kapitel steht an und wir schauen doch mal. 1. Juni 1973, Voyeur. So das, glaube ich, heißen. Bestimmt französisch. Schicksalstafel, was verrätst du uns denn heute? Gläubige Menschen nehme ich als Symbol. Du kannst mich drehen und stark werden wohl. Okay, gut. Ich habe gerade mal gedanklich überlegt, ob das irgendwie was zu sagen hat, aber ich denke mal eher nicht. Begeben wir uns mal auf die Suche. Wen suchen wir denn? Hier war niemand. Ach, Hallöchen. Zimmermädchen Nummer 2, 3, 4. Habt ihr eigentlich einen Namen? Ach, die Susan. Hausmädchen Susan, sie kümmert sich um die Wäsche. Gut. Wäsche. Schauen wir doch mal. Oh, meine Katze macht gerade Abenteuer in ihrem Katzenklöchen. Kann sein, dass sie das gerade hört, wie sie sich da wieder austobt. Aber naja, das soll uns nicht weiter stören. Wir gucken mal. So, das hier ist jetzt der Waschraum. Vielleicht hier einfach mal ein bisschen Wäsche runterreißen. Das wird bestimmt schon reichen. Ne, ist es nicht. Vielleicht hier einfach mal einen Wäschekorb. Man ist jetzt gut, Mausi. Ist hier irgendwie ein Kreuz? Ach da. Blödes Ding. Nö. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal, die Waschmaschine. Ah, cool, da können wir die Klappe öffnen. Die Kappe. Kappe oder Klappe, ist ja egal. Nehmen wir ein bisschen Wäsche und schmeißen die mal da rein. Können wir irgendwas denn jetzt nehmen? Nö. Vielleicht ein Eimer. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ah, okay, die geht nicht auf. Verklemmt. Nix. Eimer. Ne, Klappe auf. Was haben wir denn hier oben? Bügeleisen. Können wir ein Bügeleisen runterholen? Ja, könnten wir. Komm, so ein Bügeleisen mal hier rein. Ja, komm, geh rein. Kling ist immer was Tolles. Vielleicht noch was anderes. Hier so ein Blumentopf. Ja, so ein Blumentopf. Ich schmeiß das mal am Boden. Na komm. Hier rein da. So. Und jetzt? Jetzt tun wir die Wäsche. Wir manipulieren jetzt bestimmt die Waschmaschine. Oh. Susan. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Echt, meint sie das? Hallo, Lucius. Hallo. Gehst du jetzt duschen? Ich muss auch duschen. Ja, Mausi. Ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich bin mitten in der Aufnahme. So. Aufnahme mit Mausi. Jo. Gut, wo gehst du hin? Hallo, Liebling. Ja, hallo, geh duschen. Die Frage ist, wo geht sie duschen? Bestimmt auch hier, oder? Gut, ich habe da mal was vorbereitet. So. Oh, hallo. Wer ist denn dieser schöne junge Mann im Spiegel? Oh, das sind ja wir. Blödes Kreuz. Hoch. Nanu. Hey. Was war jetzt? Ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen.
Ah, okay. Ist jetzt schon drin. Aber wie sollen wir jetzt... Okay, vielleicht müssen wir warten, bis sie fertig ist. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist das böse Zimmer. Mit den komischen Sachen, die wir noch gar nicht kennen. Oh, eine Kamera. Ich habe eine Platte. Na, 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 na. Der wieder den Kopf dreht. Ich bin ein komischer Junge. Das sieht voll komisch aus. Naja, egal. Was gibt's hier denn eigentlich noch so? Oh. Die neue Sendung mit der Maus. Pussy Hunters. Kann ich auch so ein Ding hier, so ein Dildo nehmen? Dildo. Ne, können wir nicht. Müssen wir unserer Mutter auch die Ohrringe wiederbringen. Ja, wie kommen wir jetzt in das... Ich meine, wir müssen doch irgendwie rein. Ich stehe mal doch der Föhn. Den müsst ihr doch bestimmt irgendwie... Oh, hallo Mama. Oh, die darf mich nicht sehen. Was haben wir hier noch? Like a DJ ein bisschen aufdrehen. Vielleicht müssen wir die Ohren wegballern mit aufgedrehten Pornogeräuschen. Rumgestöhnen und so. Ja, was müssen wir jetzt machen? Vielleicht müssen wir irgendwie unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir machen die Tür mit unseren Kräften auf. Okay, geht nicht. Wir nehmen unsere Flammen und brennen sie nieder. Ne, runter wollen wir auch nicht. Vielleicht müssen wir ja... Vielleicht müssen wir irgendwie zugucken über so ein Loch oder so. Gibt es auch diese Wandlöcher, oder? Vielleicht ist hier hinter eines dieser Bilder so ein Wandloch. Aber auf unserer Höhe. Ja, das ist ja... Die Wand müsste das schon sein. Aber hier ist nichts. Vielleicht doch im anderen Zimmer. Moment. Hier ist das Bad, das heißt mal hier gucken. Das heißt hier die Wand. Oh, guck mal einer an. Oh, lala. Oh, da hat ich ja sogar recht gehabt. Hammergeil. Oh, lala. Das Spiel ist aber nicht zensiert, oder? Alter, da kann man ja alles sehen. Also, ich habe nichts gesehen. Nö, nö. Ne, gut. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, es ist doch schon ein schöner Anblick, oder? Ja, da ist dieser Föhn, den können wir doch eigentlich nehmen. Moment, die hat ihre Augen zu, ne? Dann könnten wir doch eigentlich... Einfach mal so. Nein, wo ist er hin? Verdammt. Shit. Ich habe ihn fallen gelassen. Ja, toll. Einmal noch bitte resetten. Liegt er jetzt bitte wieder da? Jawohl. Oh, danke. So. Na komm. Nimm dich, du altes Ding. Nicht wahr, oder? Das ist mir dahinter gefallen. Moment, nochmal.
Alter, wieso? Jetzt muss er wieder aufladen. Mensch, komm jetzt her da. So. Nein! Alter. Kann doch nicht wahr sein. Trifft die blöde Badewanne nicht. So. Ey. Warum ist da dieser blöde Vorhänge? Dingens. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich krieg das Ding nicht da rein. Bin ich zu blöd dafür. So, nochmal jetzt, komm. Das ist nicht wahr. Die Frau macht mich nervös mit ihrem Anblick. So. Hey. Ich will da nur durchgucken, ich will da nichts machen. Ich will das Loch nicht noch vergrößern. Ich sehe ja schon so alles. So. Platsch. Treffer versenkt, endlich. Hui. Oh, juiuiuiui. Alter Schwede. Was war das denn bitte gerade? Alter. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat Ihre Familie untersucht, als er verschwand. Juni 1973, Überdosisdämpfe. Na gut, nachdem wir jetzt so einen komischen Anblick da hatten im Badezimmer, verabschiede ich mich hiermit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye bye.